Überschüssige Fahnen, das Segel, die ganzen Kanonen. Und vielleicht bist du ja auch so nett. Mann, habe ich viele Tierchen. Ich habe sogar Piken, Brecheisen, das ist alles Nutzgegenstände und jede Menge anderer Zeug. Ich könnte irgendwo Bücher mal verkaufen. Nein, Nahrung verkaufe ich nicht hier. Fallen verkaufen. Und dann habe, was habe ich noch zu viel? Gegengifte. Jede Menge Böller und Bomben, die ich eigentlich nicht bräuchte. Also die Erschütterungsbombe behalte. Ich behalte mal alle Bomben, aber die Fallen verkaufe ich. Dankeschön. So, das heißt zurück zu unserem Schiff. Und ja, wenn wir uns unser Questlog ansehen, haben wir nur noch zwei Quests. Einmal das mit den Beseelern. Wartet, bis die Beseelermaschine fertig kalibriert ist und erwartet im Feuer. Und ich denke mal, dass wir jetzt erstmal Eotas im aschgrauen Rachen treffen müssen, um alles andere irgendwie weiterzumachen. Weil keine der vier Fraktionen hat im Augenblick eine Quest für uns. Wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade schon an der Stufe angekommen sind. Wo wir es weitermachen müssen. Ja, gerade die Prinzipie und die Nekataka mag uns am liebsten. Uana und Valiana können auch ein bisschen besser sein und die Todesfallgesellschaft sowieso. Und ja, die Sklavenhändler, die hassen uns. Wir sind sehr zwielichtig mittlerweile. Und wann sind wir grausam geworden? Vor allem so grausam. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also gerade zwielichtig und grausam sollte Hagrim nicht sein. Naja, okay. Außer das habe ich mir jetzt eingefangen, weil ich die Geister in meinen Dienst gezwungen habe, anstatt sie zu befreien. Vorräte noch irgendwas kaufen? Ich könnte Schiffsvorräte auffüllen, aber brauche ich nicht unbedingt. Naja, gut, kaufen wir 8 Reparaturvorräte. Und 5 Kanonenkugeln. Und zur Sicherheit. Ja, 50 medizinische Vorräte. So, dankeschön. Da sind wir ein bisschen besser bedient und verlassen das Nekataka übers Meer. Man glaubt echt nicht, wie leicht man die falschen Reputation kriegen kann in dem Spiel. Gut, jetzt als Hagrim-Waldläufer ist das relativ egal, aber wenn man gerade Paladin spielt, der auf seine Reputation achten muss, ist das doof. Das ist nämlich so wirklich wie die Gesinnung in den Dungeons & Dragons Spielen. Wenn ein Paladin von Rechtschaffen gut abweicht, dann ist Kacke. So. Jetzt haben wir wirklich nur den aschgrauen Rachen. Wenn wir uns umgucken, sind da hauptsächlich nur noch Namenlose unterwegs. Myrlis, fern die wahrlich Wahnsinnige. Meisterhafter Principi Captain, wetterfester Comino. Ja.
So, der aschgraue Rachen. Dichter Rauch, so schwarz wie der Tod, steigt aus der Spitze eines grollenden Vulkans auf. Es ist der höchste Berg in der Bergkette, die Magans Zähne bildet. Im Berg klafft ein gezackter Riss, tief und dunkel, doch ab und zu von einer rotglühenden Glut erleuchtet. Die höhlenartige Öffnung ist so schmal, die Defiant kann ich hindurchsegeln. Das Ruderboot wird im überhitzten Wasser hin und her geworfen und es wird immer schlimmer, je mehr du dich der gezackten Öffnung der Höhle näherst. Lava strömt in brennenden Flüssen den Berg hinab, die im tiefen blauen Meer verschwinden. Unterhalb der Gesteinsunterfläche wird das Grollen der brodelnden Magma immer lauter. Die Luft um dich herum erwärmt sich, Schweiß steht dir auf der Stirn. So. Der aschgraue Rachen und hier sind versteinerte Ratun. Was sagt das Questlog? Ich habe den Standort des aschgrauen Rachens auf meiner Karte eingezeichnet. Es ist der größte Vulkan innerhalb einer Kette Vulkaninseln mit dem Namen Magrans Zähne. Iota saugt Essenz aus einer Säule leuchtenden Adlers im Zentrum eines Vulkans namens Aschgrauer Rapfen ab. Ich muss tiefer in den Vulkan hinabsteigen, wenn ich ihn treffen will. Ist hier Gaun hindurchgestürmt? Immerhin ist der Hafen noch intakt. Fragt Zoti. Und ja, ist er. Auch wenn er aschfahl ist, fühlt sich die Haut dieses toten Riesen noch warm an. Oh, hier ist ein Grog. Grog. Während Grog dir folgt, erhältst du einen Bonus auf Entschlossenheit. Außerdem kann deine Gruppe nicht angreifen und ist Angriffen gegenüber immun. Außerdem stirbt jedes Gruppenmitglied, das bewusstlos wird. Gruppe wird zerstört, wenn bewusstlos geschlagen. Kann Gegner nicht angreifen. Immun gegen Angriffsbindung. Was ist das bitte für ein... Trank der starken Heilung, Öl und Silberpfennige. Also Grog würde ich nicht als Begleiter benutzen. Ein paar Dietriche, okay. Oh, und wir sollten schleichen. Ist das nicht herzallerliebst? Was, dass die Lava, die von unten runter hochschießt, sieht echt episch aus eigentlich. Also die 3D-Effekte machen das Spiel recht gut. Oder allgemein die Effekte. Die verbrannten Überreste dieser Gefangenen tragen Fetzen von Seemannskleidung. Ja, sehr schön. Das würde auch uns blühen, wenn uns die Ratun kriegen würden. Die zum Glück alle versteinert sind. Wobei... Ach, da ist Eotas. Guck du mal. Oh Gott, der bewegt sich sogar ein bisschen. Ich wollte nämlich gerade sagen, man sieht nirgendwo, wo Eotas durchgestapft ist. Aber da unten ist er einfach. Und ja, da unten müssen wir wohl auch lang. Hier rein. Und irgendwo da unten kommen wir dann wohl raus. Ich weiß aber nicht, was uns auf dem Weg unterwegs erwartet. Außer die Ratun-Vorhut. Zusammengesackt gegen die Steine der Brücke lehnt ein Riese und greift sich auf seine eingeschlagene Brust. Sie ist ein Chaos aus Sehnen und schwarzen Eisenknochen und feuriges Blut quillt zwischen seinen gespreizten Fingern hervor. Mit röchelndem Atem hebt der Krieger den Kopf, um dir ins Gesicht zu sehen. Extinguished or crushed. Us all, Defiler. Ausgelöscht oder zerquetscht, uns alle, Entweihender. Er hat Mühe zu sprechen, die Agonie eines langsamen Todes lodert aus dem Zeichen in seiner Haut heraus und hüllt ihn in einen Feuerschleier.
Ja. Ihr durch Gift von seinem Eiden erlösen. Trink dies und ruhe in Frieden. Ihn töten. Das wird dir viel mehr wehtun als mir. Ihn in Frieden lassen. Du bist ein Feuerriese, ein elementarer Diener Magrans, oder nicht? You are not mistaken. Du irrst dich nicht. I am but one of Magrans elite champions, birthed from her flames. Soon reunited in glory. Ich bin nur einer von Magrans Elite-Recken, geboren aus ihren Flammen, bald wieder vereint im... Was ist mit dir geschehen? Damned Reaper of Souls and God of Lies, Magrans most foul enemy. Verdammter Schnitter der Seen und Gott der Lügen, Magrans übelster Feind, was gehen? Noch mehr Blutfeuer quillt aus der aufgeschlagenen Brust des Ratun vor und verbrennt langsam seinen Arm. Ich muss zu Eotas gelangen. Servants of the Defiler God. Damn you. Diener des entweihenden Gottes geht zur Hölle. Er wirkt. Flüssiges Feuer tropft aus seinen Lippen. Ihn durch Gift von seinem Leiden erlösen. Trink dies und ruhe in Frieden. Er schließt seine glühenden Augen. Verloren Runenpulver, Saphir, Urwasser, Reagenz. Oh, ich habe das Gift gebraut. Er schließt seine glühenden Augen und ein erleichtertes Seufzen erweicht seiner Brust, als du etwas zusammenbrauchst und dann ein Fläschchen mit Gift an seine Lippen hältst. Die eiskalte, halbgefrorene Mischung wirkt sofort und löscht seine Flammen mit Rauhreif, der durch seine Adern fließt. Sein Gesicht bleibt kalb und aschfahl und tot zurück. Das war die Mühe wert, auch wenn wir nichts als Gegenleistung erhalten. Da hast du ein gutes Werk getan, Captain. Will nur hoffen, dass wir dieses Gift nicht selbst mal brauchen werden. Er sieht den riesigen Körper an und runzelt die Stirn. Xodi schwingt ihre Laterne über den Körper des Kriegers vor und zurück, bis eine große, schimmernde Wolke Essenz emporsteigt und in ihre Laterne schwebt. Sie grunzt und die Laterne neigt sich in ihrer Hand, als wäre sie plötzlich schwerer geworden. Tja, Ruhe in Frieden, mächtiger Krieger, würde ich sagen. Diese Ankerwelle ist viel zu massiv und schwer, als dass ein Gestandener sie bedienen könnte. Okay. Immerhin heißt das, dass alle tot sind, oder? Alof, sehr taktvoll. Oh nein, das heißt es leider nicht. Außergewöhnlicher Kriegshammer ist okay. Na, groß ist das Gebiet zum Glück nicht. Ein Brecheisen und ein Obsidiansplitter. Also ja, ich könnte hier das Schloss einfach knacken. Ich bräuchte nicht mal die Triche dafür. Hier hat sich Das passiert wohl, wenn man versucht, einem Gott von der Ausführung seiner Pläne abzuhalten, sagt Xoti. Und Seraphim sagt, pass auf, wohin ihr tretet, Kinder. Außer ihr könnt fliegen. So, das können wir auf jeden Fall öffnen. Panzerhandschuhe. Hier sind noch mehr Dietriche. Ja, die Panzerhandschuhe. Wer könnte die tragen? Nö. Nö. Eigentlich auch nicht. Okay. Eine Urflamme. Noch eine Urflamme. Ein Felsrutsch hat diesen Teil des Wachturms einstürzen lassen. Eine Urflamme und da ist der Aschkraul-Schlüssel. Den wir brauchen, um hier drin weiterzukommen. Ja, und da unten ist irgendwo Eotas.